Hallo, ich bin Aline Köhler. Ich bin selbstständiger Professional Hair Make-up Artist und Fashion Stylist und auch Dozentin in der Beauty and Fame Academy. Das heutige Make-up Tutorial dreht sich rund um das Thema Augenbrauen. Augenbrauen sind sehr, sehr wichtig, da sie den Rahmen des Gesichtes bilden und den Charakter. Jetzt ist natürlich die Frage, wie ist die perfekte Augenbraue von der Form? Und zwar gibt es 4 Kennpunkte, die man auf jeden Fall beachten sollte. Egal was für eine Form man hat, die Augenbraue hat folgende Kennpunkte. Wenn man einen Stift anlegt, sollte der beginnen am Nasenflügel über das Innere vom Außenwinkel gerade nach oben. Der höchste Punkt der Augenbraue beginnt auch wieder am Nasenflügel über die Pupille gerade nach oben. Und das Ende der Augenbraue sollte auch wieder am Nasenflügel beginnen, diesmal am Außenwinkel vorbei, gerade nach oben. Der 4. Punkt, den viele nicht kennen, ist der Anfang und das Ende der Augenbraue. Dadurch, dass die Augenbraue weder ansteigend oder abfallend wirken sollte, sollte das Anfang der Augenbraue und das Ende der Augenbraue genau auf einer Linie verlaufen. In der Beauty and Fame Academy arbeiten wir mit ganz vielen verschiedenen Varianten, wie wir Augenbrauen nachzeichnen können, dass unsere Schüler einfach alle möglichen Produkte ausprobieren und jeder sich dann für ein Produkt zum Schluss entscheiden kann, was quasi sein Lieblingsprodukt ist. Zudem haben wir einmal einen abgeschrägten, flachen Pinsel. Damit arbeite ich ja persönlich am liebsten für die perfekte Augenbraue und das Augenbrauenbürstchen, um die Härchen immer wieder in Form kennen zu können. Und nun zur Technik. Zuallererst ist es wichtig, die Augenbrauen nach unten zu kämmen, um hier die natürliche Form zu erhalten. Danach füllen wir die obere Kante auf, kämmen die Augenbraue wieder gerade, füllen die untere Kante auf, um das optimal zu formen, und dann, je nachdem, wie intensiv ich meine Augenbraue haben möchte, können wir noch Lücken und kleine Fehler aufbessern und ausgleichen. Nachdem ich jetzt die Augenbraue komplett definiert habe,
ist es ganz wichtig, dass wir nochmal eine ganz klare Abgrenzung finden zu unserem restlichen Make-up. Das habe ich gemacht, indem ich Camouflage aufgetragen habe. Einmal hier komplett oben und unten und auch hier vorne von der Augenbraue und ist dann schön verblendet. Dadurch haben wir jetzt eine sehr, sehr schöne, saubere Linie, weil eine schwammige Augenbraue sieht nicht schön aus. Ich kann auch nochmal ein Luminizer gesetzt werden, das habe ich auch anschließend noch gemacht. Den trägt man dann einfach im hinteren Teil unter der Augenbraue auf. Das sind so leichte Glanzpunkte, die einfach auch nochmal die Augenbraue optisch vom Rest abheben. Um das Make-up jetzt anzupassen, habe ich ihr ein Nude-Make-up geschminkt. Das heißt, ich habe eine ganz leichte Foundation aufgetragen, ein bisschen frische Rouge und noch einen leichten Gloss, damit sie einfach frisch aussieht. Man sieht hier bei dem Nude-Make-up, dass sogar hier, obwohl das Make-up so natürlich ist, die Augenbrauen eine sehr, sehr große Rolle spielen und sehr, sehr wichtig sind. Okay, Sophie, dann sind wir jetzt fertig. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Jetzt bist du quasi ready to go mit deinem Nude-Make-up. Natürlich könnte man das Make-up jetzt auch noch intensivieren und angleichen für einen Tages- oder Abend.